Zeit für ein Paargespräch. Ich fand deine Art nicht in Ordnung und wegen dir sitzen wir jetzt in der Situation. Der pure Genuss. Und Gefühlsausbrüche. All das und noch viel mehr gibt's in der 8. Folge von Das Sommerhaus des Stars. Woo! Ihr Leute, ich muss direkt zugeben, ich habe jetzt ja einiges aufzuholen und ich bin voll aus dem Thema raus. Was ist zum letzten Mal im Sommerhaus passiert? Ach ja, Marita hat mit ihrer Mutter telefonieren dürfen, hat sich dann gefreut, dass es ihrem Kind gut geht, hat es allen mitgeteilt, alle hassen jetzt Marita. Ja, und da steigen wir wieder ein, weil man muss sie ja jetzt hassen. Marita denkt nur an sich, sie ist wichtig. Nur Marita ist die Arme. Marita geht schlecht, Marita hat Bauchschmerzen, Marita will raus. Und Marita ist definitiv nicht mehr so die allerbeliebteste hier. Und wie schaffen die Kandidaten das jetzt, dass wirklich die sich in den Fokus rücken und Mike nicht mehr das Problem ist? Ich verstehe es nicht. Da Marita aber auch bei einigen jetzt ein bisschen verschissen hat, sammelt sich die Gruppe zusammen, um darüber zu debattieren, wie die verschissen hat. Und das gefällt den meisten halt auch wirklich nicht. Was aber natürlich auch das große Problem dabei ist, einem Klausi ist nicht so viel besser. Das ist wohl falsch aufgefasst alles. Das war ja nicht so, das war ja nur deren Humor wieder. Immer mit ihrem Humor. Ist so, ich hasse Humor. Ich hasse ihn wirklich. Na okay, man muss dazu sagen, einem Klausi ist jetzt nicht großartig witzig. Deswegen verstehe ich das, dass die den Humor nicht verstehen, weil, naja, er ist halt nicht so gut. Die Waschmaschine rastet gerade aus. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Wenn doch, mir egal. Jetzt schließt sich gerade der Kreis, weil alle mal miteinander reden und merken, ey, okay, du empfindest das genauso und du auch so. Dann bin ich also nicht doof. Folge 8. Sie können im Sommerhaus nichts anderes tun, als miteinander zu reden. Und sie reden jetzt endlich mal miteinander und heraus andere denken. Genauso wie sie. Wow, Leute. Wow. Die super feinfühlige Marita hat aber auch ein bisschen Ablehnung ja in der letzten Folge erfahren und wirklich gemerkt, ah, es ist hier nicht alles so ganz so geil geworden, es gibt Probleme und Yasin möchte richtig keck die Stimmung mal ein bisschen auflockern. Und dann fässt er die einfach an die Wange und findet das lustig, oder? Da würde ich ihn auch erstmal wegtreten. Ja, Yasin hat das für den Mega-Gag gehalten, war dann richtig traurig, dass Marita nicht auf dem Boden gelegen ist vor Lachen. Wir verstehen es auch nicht ganz, also das war doch ein Brüller. Wie gesagt, die Situation bleibt natürlich aber nicht unbemerkt und Marita denkt sich auch so, was ist hier jetzt eigentlich los? Ich weiß gerade nicht, was ich verbrochen habe, dass man mich mit Ignoranz bestraft. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Stell dir vor, du weißt wirklich nicht, was du getan hast, aber alle ignorieren dich. Und dann kannst du es ja nie herausfinden, weil ich alle ignorieren. Ein Teufelskreis. Der wahre Schuldige wird aber schnell entlarvt von Marita. Ihr könnt ja doch, ist doch okay. Das ist doch, wir haben doch nichts irgendwas gesagt, was schlimm ist. Das doch, ist doch, dass du einfach... Was denn? Was du gesagt hast. Ich habe doch nichts Schlimmes gesagt. Doch, das, was du gesagt hast. Was denn? Ich habe doch nichts Schlimmes gesagt. Ja, gut, das kann etwas länger dann dauern, das aufzuarbeiten, aber sie schaffen es bestimmt. Ist doch, ich habe doch niemanden ermordet oder irgendwie gesagt, du siehst scheiße aus. Was übrigens beides gleich schlimm wäre. Ja, allen Klausi versteht die Welt nicht mehr, denkt sie auch so, ey, ich habe doch hier nur krasse Witze gerissen auf Kosten anderer und irgendwie versucht, spielerisch Leute zu manipulieren. Das war ein Scherz, wirklich. Wirklich. Schade, klappt immer noch nicht, ne? Und wir, wenn hab ich sehe, dann haben wir, nee, hab ich nicht doch, hast du gesagt, nein, doch hast du gesagt, gesagt, doch hast du gesagt, doch ganz hast sicher. Du gesagt, doch hast du gesagt, nein. Weil dann steht es nämlich 3, 2, 2. Ich hoffe, deren Diskussionen laufen nicht immer so ab. Aber ja, doch, allen Klausi hat es genauso gesagt, wie Marita es dasteht, dass er gesagt hat, hey, wir müssen irgendwie ein paar Stimmen hier ein bisschen switchen und umlenken und dann kriegen wir es hin. Wen können wir dazu bringen, seine Stimmen zu switchen? Allen Klausi hat es nicht so gesagt, aber... Doch hast du gesagt... So ist es. Ich fand deine Art... nicht in Ordnung. Und wegen dir sitzen wir jetzt in der Situation. Naja, eigentlich haben sie beide verkackt. Aber wir können damit leben, wenn nur ein Klausi schuld ist, oder? Ja, können wir. Alle Kandidaten wissen aber auch so, oh mein Gott, was hilft, wenn uns alle hassen? Ein Safety-Spiel. Und deswegen machen sich nochmal alle fertig zum Safety-Spiel und wollen sie richtig begeistert safen. Außer halt Michelle. Die hat noch Wichtigeres zu erledigen. Babe? Hm? Bist du fertig mit Toilette? Mhm. Und was machst du dann jetzt? Die Zeit ohne dich genießen. Und selbst das klappt nicht so gut. In diesem Spiel müsst ihr 15 Fragen abwechselnd beantworten. Wird eine Frage falsch beantwortet, müsst ihr beide die vor euch befindliche Delikatesse essen. Ja, und wer da jetzt irgendwie geiles Lachs-Sushi erwartet, das ist nicht die Delikatesse, sondern immer eklige, scharfe Sachen mit Sahne oder Pudding oder so ein Kram.
super geile Kombi. Deswegen müssen sie wirklich sich anstrengen, die Fragen beantworten und ach, die sind immer so kompliziert, ne? Oh nein, ich bin schon ziemlich picky, was Essen angeht. Das kann ich jetzt gar nicht, obwohl, wenn ich gerade an meinen Food-Adventskalender denke. Okay, ich kann dich voll verstehen, Sissy. Da bin ich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen picky. Hier ist ein Eimer. Ja, ich habe auch schon eine Vorahnung, wieso. Weil wir nach dem Essen versauten Sex auf dem Tisch haben werden und das dann irgendwann aufwischen müssen. Ja. Von wem stammt das Gemälde der Mona Lisa? Das ist echt eine sehr harte Frage. Hatten auch alle anderen Kandidaten sich anscheinend gedacht so, schwer, wer kommt denn auf sowas? Und dann haut Michelle raus, schon als sie die Frage hört. Bam, hier ist die Antwort. Von wem stammt das Gemälde der Mona Picasso. Lisa? Picasso. Wie kann man nur so ungebildet sein? Wirklich, ich kann es nicht mehr. Ich ertrage es nicht mehr, ich verstehe es nicht. Wie geht es? Leonardo da Vinci. Ach, scheiße. Vini Vidi Vici. Leonardo da Vinci. Vini Vidi Vici. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber ich sag's trotzdem. Boah, Leute, es wird besser und besser, glaubt mal. Da Samira und Yasin die Frage nämlich auch falsch beantwortet haben, müssen sie jetzt das Ekelzeug trinken. Ich glaube, es war ein Wasabi-Tee oder so. Mega ekelhaft. Ich kenne das noch mit Paula aus unserem Video. Super ekelhaft. Allerdings Gespräch dabei liebe ich. Was bitte? Runter. Schatz, trink runter. Nein. Man könnte meinen, sie haben gerade Oralverkehr und Yasin möchte sie von etwas überzeugen, oder? Naja, und das Kappe, was ich unbedingt safen möchte, möchte es dann doch nicht so unbedingt. Bitte, aber nicht Schaf so. Schaf und Sahne, mach ich nicht, sorry. Keine Chance. Das geht einfach nicht. Okay. Alles versucht, außer es zu probieren. Wir gehen jetzt bei der ersten Speise. Läuft. Eine populäre japanische Kunst des Papierfaltens. Dein Ernst? Kawasaki? Wer weiß denn sowas? Ja, es war Origami. Die meisten Kandidaten hatten nicht mal eine Antwort gegeben, weil sie waren, Japanisch kann ich nicht, weiß ich nicht. Läuft wieder. Ich weiß, Leute, es ist ein bisschen jetzt zu sexuell, aber man könnte meinen, dass Yasin und Samira Oralverkehr haben, dass es kurz davor ist. Nur halt nicht so geil. Scheiße. Oder? Stell dir das. Oh mein Gott, ich bin so ein perverser Arsch heute, aber das ist super lustig. Naja, und was hat Charles Darwin erfunden? Glühbirne. Eine Glühbirne. Eine Glühbirne war Edison. Die Glühbirne. Naja. In welchem Bundesland liegt Berlin? Alter, willst du mich verarschen in Brandenburg, Mann? Das kann ich mir. So, willst du mich verarschen? Ich gebe dir jetzt die falsche Antwort. Worin münden Rhein, die Elbe und die Weser? Denk nach. Wo die Enten? Jetzt muss ich eine Stadt sagen wahrscheinlich, ne? Da muss man wohl jetzt eine Stadt sagen, ne? Eine Stadt, wo drei Flüsse drin münden und ganz schön viel Wasser ist. Das kann ja nur Atlantis sein. Ein Bauer hat 10 Schafe. Alle sterben, außer 6. Wie viel hat er noch? Ja, wenn alle sterben? Hat der keine mehr. Aber was hat denn der Sex damit zu tun? Sie hat es falsch beantwortet. Stellt euch vor, ihr seid irgendwann so eine Sendung. Und das sind eure Fragen. Also 1 plus 1 ist und alle so, da wisst ihr doch, ihr könnt nicht verlieren, diese Challenge, oder? Und da kann ja noch so ekelhaftes Zeug vor euch stehen. Ihr müsst ja nichts davon essen, weil ihr beantwortet die Frage einfach richtig. Naja, nach der Challenge ist irgendwann doch wieder vor der Challenge. Das Problem mit Marita und Almklausi muss jetzt noch mal ein bisschen aufgedröselt werden. Da Marita immer noch nicht weiß, dass sie auch Scheiße gebaut hat, ist halt Almklausi noch das Problem. Warum? Ich habe den Fehler gemacht und habe den Joke gemacht mit dem, ja, da muss man jetzt Taktik anwenden. Ja, da muss ich so. Ich habe den Fehler gemacht. Mit ihr darf man gar nicht böse sein. Okay, ich. Dann holen wir diese drei Personen her. Man darf einer Frau, auf die alle auch böse sind, nicht böse sein. Warum hinterfragen die eigentlich nicht, dass alle auch auf Marita böse sind, dass sie vielleicht auch irgendwas verkackt hat? Also, das wäre mein erster Gedanke so. Almklausi hat was gemacht und alle sind sauer auf mich? Why? Also, ist das nicht logisch? Dass jeder einfach das, was auf dem Herzen liegt, jetzt sagen kann, so dass wir es endlich mal aus der Welt schaffen. Oh, wie feinfühlig von Yasin. Das ist ja mal mega gut. Ich raste aus, was ist das denn jetzt hier? Da denken die Leute empathisch nach, oder was? Na egal, die Menge versammelt sich und man kann ein klärendes Gespräch führen. Ich kann euch verstehen, was ihr meint,
aber ihr könnt uns nicht verstehen, weil ihr nicht in unserem Leben drinsteckt. Ja, das ist natürlich immer super hilfreich für ein klärendes Gespräch. Also ich kann euch verstehen, aber ich habe keine Ahnung, wie es in mir aussieht. Ich bin so special und besonders. Ich meine, ja okay, deren Umstände sind ein bisschen anders, aber man kann sie doch trotzdem nachempfinden, wenn man sie kennt und sich das vorstellen als normal, empathischer Mensch. Leider bestand das ganze klärende Gespräch eigentlich nur daraus, dass auch alle Parteien einfach Vorwürfe gegen einen Klaus und Marita gemacht haben, wie scheiße sie sind und warum man sie kacke findet, was natürlich dann auch super klärend und hilfreich ist, super befreiend und dann ist auch wieder gut. Ich finde es gut, dass wir das wirklich, jeder hat jetzt alles ausschütten können. Es ist kräfteraubend, aber auch gut, dass es jetzt geklärt worden ist. Wir durften alle unseren Frust mal abladen, jetzt ist ja wieder alles gut und alles so, ja, dann setzen wir uns auch wieder auf Anfang hier, das ist wieder alles toll, vergeben und vergessen. Für die nächsten 2 Minuten eh nicht, ne? Naja, aber für die Safety Challenge, da gab es natürlich auch noch einen Sieger und das sind die beiden hier. Sissy und Ben haben Ich glaube, sie haben gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben gewonnen. Ja doch. Ach ja, Leute, und dann gab es noch ein großes Drama in der letzten Folge oder vorletzten Folge wegen Mückenspray. Oh mein Gott, das ist immer noch Thema. Aber Jana möchte ein Friedensangebot starten. Ich wollte eigentlich gerade zu euch kommen und fragen, aber... Es ist auch schon ein langer Tag. Vielleicht nehmen wir uns morgen mal 1 Minute zusammen. Oder 2, 3. Und dann klären wir das noch mal ein bisschen, dass wir uns hier nicht hassen müssen. Und dann ist alles super. Hm? Was sagt ihr dazu? Und Mike so, ich schenke dir hier gar nichts, diese blöde Kuh. Ich hasse sie. Ein Boxer wird niemals Dinge klären, bevor er in den Ring geht. Wo nimmt Mike eigentlich immer noch diese krass coolen Weisheiten her? Hat er dafür einen coolen Sprüchekalender? Und wenn nicht, warum hat er ihn noch nicht gemacht? Der wäre doch mega. Ich würde ihn wegwerfen, aber trotzdem. Anyway, Leute, es ist der next day und im Bad bereiten sich einige Leute vor. Und da ist mir was aufgefallen. Das Gespräch ist egal, aber achtet mal ganz kurz auf die Szene. Warte auf die Dusche. Ja. Wie hast du geschlafen? Es hat mir mal gut zu schlafen. Habt ihr diesen vorhin gesehen? In der letzten Staffel, weiß ich noch, war der super dick und man konnte nichts durchsehen. Und André Mangold und Jennifer Lange sind zusammen in die Dusche gegangen und haben da sowas von hart gefügelt. Und jetzt haben die ihn transparent gemacht oder halbwegs transparent, damit man solche Szenen sieht. Diese Schlingels, wir wissen genau Bescheid. Für mich hat sich nichts geändert. Hat sich für euch was geändert? Nicht viel. Vergeben und vergessen ist immer super wichtig. Aber wir vergeben und vergessen nicht, ne? Das ist wohl klar hier. Ich meine, ich finde es immer so komisch, wenn man sagt, vergeben und vergessen, jetzt sind wir auf Null. Und jetzt dürfen wir euch nicht mehr hassen oder nicht mehr nominieren, weil so läuft es halt im Leben nicht. Gut, Leute, die Nominierungen rücken natürlich jetzt immer näher. In Windeseile, es gibt Paare, die sind nicht gesaved und auch Paare, die merken, wir sind nicht so beliebt. Und das sind nicht nur Marita und Almklausi. Heute Morgen ist mir einfach was hochgekommen, was mich halt einfach unwahrscheinlich nervt, dass man einfach davon ausgeht, dass wir halt einfach immer in der Schusslinie bleiben. Wir verhalten uns scheiße und alle hassen uns und wir verhalten uns einfach weiter scheiße und sie hassen uns weiterhin. Und das kann ich nicht ertragen. Wir sind weiterhin in der Schusslinie, obwohl wir weiterhin kacke sind. Ich meine, was soll das denn? Ja, Michelle versteht die Welt nicht mehr, aber wir denken so... Girl? Aber Mike hat da schon den perfekten Plan, wie man das Problem lösen kann. Euch kann's passieren, wir kicken euch. Was habt ihr denn davon? Was habt ihr davon? Dann lass uns Peggy Steff, lass uns Yassin und Samira kicken. Ganz einfach. Mike, der immer gegen die Stärksten als starker, junger Löwe kämpfen will, will sich jetzt mit Marita und Almklausi zusammenschließen, damit sie irgendein schwaches Paar nominieren, damit, falls die nominiert sind, die rauskicken können in der Exit-Challenge. Dieser starke, junge Löwe! Naja, und Michelle denkt sich so, der Plan ist mir eigentlich egal, ich verfolge weiter meinen eigenen Plan, worum er kann. Dass man uns gar keine Chance gibt. Es geht mir richtig auf die Nerven. Man gibt uns gar keine Chance, uns zu beweisen und sich mal wieder mit den Leuten anzufreunden. Vergiss Jana gestern Abend, die blöde Kuh, die hassen wir. Man gibt uns aber einfach keine Chance. Boah. Was? Egal, Leute. Neue Challenge, neues Glück. Die Teams können los. In die Arena, Gladiatoren. Da gehen nur die Männer los. Es gab doch schon die Tier-getrennt-Leute-Paar-Challenge. Was geht da ab? Warum gehen nur die Männer hin? Ich meine, bei Spill the Tea-Challenge, wo die sich gegenseitig anbitchen müssen, da sind eigentlich immer alle vertreten. Was ist das für ein Challenge? Ach so, die Frauen machen sich auch noch auf den Weg. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Auf dem sommerhäuslichen Stoppelfeld startet heute ein Rennen, das den Herren Schlammfestigkeit und den Damen enorme Schubkraft abverlangt. Oh mein Gott, wie geil. Ja, die Männer werden in so eine Schubkarre reingehauen, die Frauen müssen Parcours damit fahren, irgendwann müssen die Männer durch den Schlamm durchkriechen und in einem großen Heuhaufen, wo ganz viele Säcke drin sind, eine goldene Medaille finden. Dazu müssen sie einen bereits gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen. Ah ja, und diese wundervolle Special-Regel gibt's auch, die wir ja alle lieben und kennen, ne? Los geht's. Hinten, Schatz, guck mich nicht so an. Ein klassischer Fehlstart, würde ich mal sagen. Die gewinnen wahrscheinlich nicht. Vor allem, es geht immer weiter und weiter und es ist super langweilig anzugucken, aber das Pärchen legt immer weiter los. Gas, 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 Gas.
Gas geben. Gib Gas, mein Schatz, gib Gas. Wir wohnen. Schatz, was machst du? Gas geben. Gern geschehen. Mike und Michelle waren aber traurigerweise richtig gut in diesem Rennen und sind als Erste bei dem Schlammnetz da angekommen. Und er kriecht da durch und er kämpft sich da durch. Und Michelle ist super horny anscheinend. Jack, du schaffst das. Wie geil du bist. Spider-Man. Das machst du so geil. Spider-Man. Also, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal Spider-Man geguckt hat, aber der war schon ein bisschen geiler als Mike, ne? Oh nee, oh nee, oh nee. Warum? Warum? Vor allem, warum gibt es keine Entsafungs-Challenge, wenn Mike schon safe ist? Das wäre doch schön. Warum gibt's sowas nicht? Ich raste aus. Da feiert keiner mit uns, merkst du? Ja, klar. Ja, keiner feiert hier mit uns. Die hassen uns, glaube ich, alle. Wie scheiße von denen. Warum denkt man, also ich denke mir immer so, warum denkt man nicht kurz darüber nach so, warum hassen die uns alle? Was könnte der Grund sein, warum uns keiner gratuliert? Sind wir das Problem vielleicht? Ich denke nicht. Naja, und die freudige Botschaft verkündet er dann natürlich auch sehr siegessicher und freudestrahlend im Sommerhaus. In dem Moment siehst du nur Jana und Sascha. Amen, in nomine Patris, Spiritus Sancti. Ja, genau, das hat sich wahrscheinlich Jana gedacht. Irgendein katholischen Scheiß als Super Team Spirit, ich denke auch. In your fucking face, Alter. Scheiße, ich bin einfach gut rhetorisch. Ist er das? Also vor allem in your fucking face. Boah, ich bin rhetorisch so gut. Nein! Jana und Sascha verlieren nun ihren, ich wollte gerade sagen Impfschutz, aber das ist glaube ich falsch. Die verlieren ihren Safety-Schutz und können wieder nominiert werden. Und ja, alle wissen auch schon vorher irgendwie Bescheid. Das war jetzt wirklich keine Überraschung, weil Mike kann ja auch irgendwie die Sachen dann nicht so wirklich für sich behalten. Mike, der niemals mit den Leuten redet, verkündet sowas einfach immer schon vorab allen und dann bei der großen Verkündung denken sich alle so, ja, wissen wir schon, erzähl uns mal was Neues. Danke, Mike, dass du uns mal hier zusammengetrommelt hast. Super. Naja, aber zur großen Nominierung kann man das dann direkt auch schon aufmachen, weil es ist nichts mehr Spannendes passiert bis dahin. Frau hingegen war für mich sehr voreingenommen uns gegenüber. Also ich weiß, Jana brodelt definitiv. Die packt keine Kritik, die ist kritikunfähig. Ja, so haben wir Jana bis jetzt auch kennengelernt. Ich glaube, immer wenn du mit ihr ein Gespräch auch suchst, ach nein, hast du gar nicht, ne, Mike? Hast du gar nicht. Verrückt. Er braucht halt gerade so einen Ablass, einen Gegner. Und das bin gerade ich und das ist... It's fine, I can take it. Was ist das für ein toller Mensch? Also wirklich, sie merkt so, oh mein Gott, er braucht einen Katalysator, um irgendwo draufzuschlagen und dann bin ich das halt, dann nehme ich das an. Ich finde es nicht gut, aber wenn er es braucht, ist das okay für mich gerade. Ich kann das handeln. Also... Ich raste aus, wie geil ist das denn? Bitte lass sie gewinnen. Okay, Team Spirit hat gewonnen, schade. Die Cuties dürfen eigentlich auch gewinnen, aber Team Spirit hat gerade mein Herz gewonnen. Einfach mit dieser Aussage irgendwie, weil, nee, das ist super mega. Entschieden, Steff und Peggy, Samira und Yasin einfach noch die Möglichkeit zu geben, hier auch so einen schönen goldenen Brief zu bekommen. Und ich wurde zwar oft nominiert, aber wir haben uns entschieden, euch nicht zu nominieren, weil wir Gönner sind und auch euch ein Erfolgserlebnis mal geben wollen. Ja, wir sind so nett und was Besseres als ihr, sage ich gerade durch die Blume. Wir nominieren auch Team Spirit und damit müssen Marita und Almklausi gegen Team Spirit in der nächsten Folge in die Exit-Challenge. Klaus, wir wollten auch nochmal gleich mit euch reden. Was wollen wir denn machen? Was? Lieber nicht hier im Haus. Mach nicht mehr im Haus. Ich mach nicht mehr. Oh Gott. Das ist auch immer so ein Drama, was einfach kein Drama ist. Dann redet doch einfach wieder. Was sollt ihr denn sonst tun? Ach, Leute. Wichtig ist, wenn die Serie kommt, Bilder posten, wo wir gemeinsam sind, dass die Leute verstehen, dass es hier Spiel ist. Ja, und das wirkt jetzt auch super authentisch. Ein Klausi, geniale Idee, das vor den Kameras zu sagen. 10 von 10 Sternen, da hatte jemand wieder alles durchdacht. Aber vielleicht war es auch nur ein Scherz, man weiß es ja nicht, ne? Ja, Leute, und mit diesen harten Gedanken, war es ein Scherz oder nicht, lasse ich euch dann auch einfach mal den Abend starten oder die Nacht oder wann auch immer ihr das Video guckt, vielleicht morgen um 11? Man weiß es ja nicht. Deswegen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr noch andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.